Ja, und da geht es diesmal um Kater Möpschen. Warum der Möpschen so heißt, ich glaube, das sieht man ganz gut. Möpschen ist ein bisschen übergewichtig. Ich freue mich, dass ich mal in einem Video bin, wo der andere dicker ist als ich. Möpschen ist ungefähr 9 Jahre alt. Möpschen frisst sehr gerne, aber er hat auch ein kleines Problem. Er hat nämlich Zucker. Das heißt, er muss 2-mal am Tag Insulin gespritzt bekommen. Das lässt er sich aber gut gefallen. Das ist er gewohnt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und er braucht Spezialfutter. Ansonsten ist er super freundlich und relativ gemütlich. Er könnte vielleicht noch ein bisschen abnehmen. Wie gesagt, 9 Jahre ist er alt und er versucht da jetzt hochzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, weil da oben steht nämlich das Futter. Aber weil er ein bisschen dick ist, kann er leider nicht springen. Das ist ein bisschen gemein. Also, wenn Sie Möpschen kennenlernen wollen, er kann in eine Wohnungshaltung vermittelt werden. Kleiner Garten, Balkon wäre schön. Er kann vielleicht zu anderen Katzen, das kann man probieren, aber er braucht es nicht unbedingt, um glücklich zu sein. Wichtig ist, dass er immer sein Spezialfutter kriegt, dass er regelmäßig gespritzt wird und dass er ganz viel Liebe bekommt. Also, Möpschen wartet hier im Dresdner Tierheim in Städtsch auf eine neue Familie.